Miltons Geheimnis von Eckhart Tolle und Robert S. Friedman. Milton war ein fröhlicher und aufgeschlossener Junge und er liebte das Leben. Er liebte seine Mama, seinen Papa und das schöne Haus, in dem er wohnte. Er liebte seine Katze Snuggy. Er ging sehr gerne zur Schule und freute sich immer auf seine Lehrerin Frau Ferguson. In der Pause spielte er begeistert Völkerball. Doch am allerschönsten für ihn war, mit seinem Vater nach dem Essen in die Eisdiele zu gehen, um seinen Lieblingseisbecher zu essen. Eines Tages, als Milton gerade in der Schule mit seinem Freund Timmy Fangen spielte, stand plötzlich ein großer, finster aussehender Junge vor ihm. Sein Name war Carter. »Milton«, sagte der Junge und grinste verächtlich. »Was ist das denn für ein bescheuerter Name? Du hast sie doch nicht mehr alle!« Dann versetzte er Milton einen kräftigen Schubs, der stolperte und so unsanft zu Boden fiel, dass er sich beide Knie aufschürfte. Milton war ganz durcheinander und erschrocken und kämpfte mit den Tränen. In diesem Moment eilte Frau Ferguson zu ihm herüber und nahm ihn bei der Hand. »Carter, du gehst sofort in deine Klasse zurück«, sagte sie streng. Carter wandte sich zum Gehen, doch nach ein paar Schritten blickte er zu Milton zurück und murmelte so etwas wie »Warte nur, beim nächsten Mal krieg ich dich«. Am Abend merkten Miltons Eltern und sein Großvater, der gerade zu Besuch war, dass mit dem Jungen irgendetwas nicht stimmte. Er lächelte kaum, schob sein Essen auf dem Teller hin und her und freute sich nicht einmal über den anschließenden Gang zur Eisdiele. »Was hast du denn, Milton? Stimmt etwas nicht?«, fragte seine Mutter. »Nein«, sagte Milton, »es ist nichts.« In dieser Nacht konnte Milton nicht einschlafen. Er dachte über seine Begegnung mit Carter nach und machte sich Sorgen, was wohl beim nächsten Mal passieren würde. »Warum hackt er bloß auf mir herum?«, fragte er sich immer wieder. »Warum ich? Was wird er beim nächsten Mal tun?« Je länger er über all diese Dinge nachdachte, desto größer wurde seine Angst. Er dachte so intensiv darüber nach, dass er immer mehr Angst bekam, bis er ganz vergaß, dass er in seinem warmen Bett und in seinem kleinen Zimmer lag. Als er sich so in seinem Bettchen hin und her wälzte und vor lauter Gedanken und Sorgen nicht einschlafen konnte, erklang in der Ferne ein gespenstischer Schrei einer Katze. Doch Milton hörte ihn nicht. Er hatte nur Carter im Sinn und dachte darüber nach, was ihm heute zugestoßen war und was morgen vielleicht passieren würde. Am nächsten Morgen war er so müde, dass er sich ständig die Augen reiben musste. Er ging hinunter in die Küche, um sich wie jeden Morgen als erstes um Snuggys Frühstück zu kümmern. Er öffnete die Küchentür und fuhr erschreckt zurück. Die arme Snuggy war völlig zerrupft. Ihre rechte Vorderpfote blutete, ihr linkes Ohr sah aus, als hätte jemand ein Stück herausgerissen und in ihrem Fell gab es mehrere kahle Stellen. Milton stieß einen Schrei aus. »Oh, Snuggy! Was ist bloß mit dir passiert?« Er nahm seine Katze auf den Arm und rieb seine Wange an ihrem Fell. »Ich wette, das war Brutus. Der sollte doch eigentlich immer im Hof angekettet sein, arme Snuggy.« Miltons Eltern und sein Großvater hatten den Schrei gehört und liefen herbei, um zu sehen, was geschehen war. »Seht nur, was mit Snuggy passiert ist«, sagte Milton ganz aufgeregt. »Das war bestimmt Brutus.« »Wer ist Brutus?«, fragte Großvater Howard. »Der Dobermann von gegenüber«, antwortete Milton. »Seine Besitzer haben ihn nicht richtig erzogen und er ist ein ganz gemeiner Hund.« Milton trug Snuggy zum Spülbecken in der Küche, um ihr die Wunden auszuwaschen und das Ohr und die Pfote zu verbinden. Seine Mutter half ihm dabei. Als sie Snuggys versorgt hatten, trug Milton sie zum Wohnzimmersofa, um mit ihr zu schmusen und sie zu trösten. Großvater Howard saß in einem Sessel und schaute ihnen zu. Es dauerte nicht lange, da begann Snuggy, die auf Miltons Brust ausgestreckt lag, entspannt zu schnurren.
Sie schnurrte so inbrünstig, dass es Milton ganz warm und glücklich ums Herz wurde. Es kribbelte in seiner ganzen Brust bis zum Rücken. Milton überlegte. »Du Opa?« fragte er. »Wie kann's Nagi so glücklich sein, wenn sie gerade erst verprügelt worden ist?« »Weißt du, Milton, Katzen sind anders als wir Menschen. Snuggy kann ganz leicht vergessen, was gestern geschehen ist, und sie sorgt sich auch nicht um morgen. Sie lebt im Jetzt. Deshalb ist sie glücklich, obwohl sie erst vor kurzem von Brutus angegriffen wurde. Die meisten Menschen leben nicht im Jetzt. Sie denken fast nur an gestern und an morgen, und die meiste Zeit sind sie unglücklich.« Milton dachte einen Augenblick nach und fragte dann, »Das Jetzt? Was soll das heißen, Opa? Was ist das Jetzt?« »Milton?« »Ja, Opa?« »Achte einmal auf das, was um dich herum ist. Schau hin, höre hin.« Dann breitete er seine Arme so weit es ging aus und sagte, »Das ist das Jetzt!« »Oh Mann!« rief Milton. »Ganz gleich, wo du bist«, sagte sein Großvater, »das ist das Jetzt. Du musst nur darauf achten.« »Opa«, fragte Milton, »kannst du immer im Jetzt leben, wie Snuggy?« »Manchmal schon«, sagte Großvater Howard, »aber nicht immer.« Da rief Miltons Mutter aus der Küche. »Komm frühstücken, Milton, du kommst sonst zu spät zur Schule.«